Jo Leute, hier ist Ultimate Wolf Gamers. Ich werde euch zeigen, mit welchem Programm ich mein Desktop aufnehme oder mein Spiel. Zum Beispiel Minecraft. So, das Programm heißt Bandicam. Und ich habe die nicht registrierte Version, deshalb kann ich 15 Minuten aufnehmen pro Video. So, wir gehen jetzt mal ins Allgemeine. Bei Optionen steht Ausgabeordner, wo ihr dann eure Videos abspeichert. Bei automatischer Aufnahmestopp. Das bedeutet, wann die Aufnahme gestoppt wird. Bei mir klappt es nicht, weil ich nicht registriert habe. Ich kann ja nur 10 Minuten aufnehmen. Dann gehen wir auf Video. Bei Aufnehmen steht Hotkey, Start oder Stopp. Ich habe jetzt Nummer Block 1. Pause habe ich Nummer Block 2. Hier habe ich markiert Mauszeiger verstecken. Das mache ich jetzt wieder mal raus. Jetzt seht ihr wieder meinen Mauszeiger, hoffe ich. Ich habe vergessen es. Anzuschalten, also abzuschalten. Und auf Einstellungen könnt ihr dann es ändern, ob ihr mit dem normalen Mikrofon am Laptop oder am Computer aufnehmt oder am Mikrofon von eurem Headset. Und das brauchen wir nicht. So, hier könnt ihr euer Format auswählen für eurem Video. Die Audio und die Video. Größe und so. Ich habe hier nichts verändert. Ich habe es einfach so gelassen, wie es war. Das war schon eigentlich richtig gut so. Und da gehen wir mal weiter. Auf Bild. Wir können sogar noch Screenshots aufnehmen, wenn wir den Hotkey aktivieren. Mein Hotkey ist dafür F11. Wir können es jederzeit ändern. Screenshot wiederholen. Alle 1 Sekunden. Aber habe ich nicht gemacht. Mauszeiger verstecken. Das habe ich auch nichts gemacht. Ich habe einfach so gelassen. Auslöseton bei Screenshot brauchen wir nicht, sonst kommt da, glaube ich, so ein Piepen raus. Bei Format. Das ist sehr wichtig, wenn ihr wollt, dass euer Video in einem hohen Format abgespielt wird. Ich habe jetzt JPG, hohe Qualität. Es gibt noch PNG und BMP, aber ich nehme immer JPG. Und hier ist alles über Bandicam und hier kann man sich registrieren, die Homepage. Und ja, und hier drückt man, wenn man online kaufen will. So, jetzt, wenn ihr ein Spiel aufnehmen wollt, drückt ihr auf Ziel und dann auf Direkt X/OpenGL Fenster. Und dann drückt ihr auf eurem Programm, was ihr aufnehmen wollt, zum Beispiel Minecraft. Und ihr stellt das ein, drückt da drauf und drückt einmal auf Minecraft. Dann bekommt ihr eigentlich, wenn ihr es nicht abgeschaltet habt, eine FPS-Anzeige. Die FPS-Anzeige habe ich jetzt hier nicht, weil ich ja nicht ein Spiel aufnehme. Ist dann, glaube ich, war bei mir so, links oben rechts ein grünes FPS-Zeichen. Ich sag dir mal PFS-Zeichen. Ja, und wenn ihr euer ganzen Desktop aufnehmen wollt, drückt ihr auf rechteckige Auswahl auf Bildschirm. So, und wenn ihr die rechteckige Auswahl auf Bildschirm genommen habt, bekommt ihr einen kleinen Balken. Und am Balken ist Auswahl wiederherstellen, Fenster auswählen, Größe ändern, hier ist die Aufnahmezeit, Screenshot machen, Pause drücken, stoppen. Ja, das ist gut. Ihr braucht das auch nicht wegmachen. Hier könnt ihr dann auch sehen, wie lange ihr schon aufgenommen habt. Und ja, das ist sehr, sehr gut. So, jetzt kommen wir hier hin. Ich glaube, ihr wisst, was das ist. Und das ist eigentlich schon das Ende dieses Videos. Aber hoffentlich hat es euch gefallen. Und vielleicht benutze ja das Programm auch. Aber das ist schon ein sehr, 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 sehr gutes Programm. Es teilt auch keine Videos. Und ja, es ist sehr, sehr gut. So, das ist das Ende dieses Videos. Vielleicht gebt ihr mir ein Like oder so. Bis zum nächsten Mal bei Ultimate Wolf Gamers.